da sein. Zu einer weiteren Folge. Adventskalender. Türchen Nummer 4. In unserem Fall ist es aber kein Türchen, sondern ein Tütchen. Ja. Oh. Ja, wir haben ja gestern die Nummer 3 gemacht. Genau, die Nummer 3 zusammen aufgebaut. Und ich bin wieder nicht vorbereitet. Man sieht's, ne? Hier ist nicht. Ja, zack, zack. Das Kämmen wieder an. Da ja. ist er. Unser kleiner Porsche Diesel Junior 108. So, ja. Wir brauchen das Tütchen Nummer 4. Gehst du holen? Warte, ich muss erstmal hier. Da. Da. Müssen wir jetzt hin. Oh, weia. Ach du heiliger Bimbam. Das sind aber kleine Teile, oder? Ja. Holla die Waldfee. Ja, dann. Geh mal Tütchen 4 holen. Das geht schon doch. Yes. Genau, ich hole mal hier oben den Karton eben drunter. Zack. Weil ich bin der Meinung, wir müssen da nämlich jetzt einmal an den Karton ran. Ach, du bist schon wieder. Sag mal, hast du wieder einen halben Tag geübt, davor gestanden, wo die 4 ist? Nein, ich hab da. So war der tot. Komm, pass mal. Ne, komm her. So, rüber hier. Schwupp. Ich will schon. Also jetzt mal ernsthaft, Luca. Jetzt sag mal, ohne Flachs jetzt und ohne mich anzuschwindeln. Du hast da einen halben Tag davor gestanden und geguckt, wo die 4 ist. Nee, ich und dir hat gemerkt, oder? Ich hab... Nein. Nein? Bist du dir da sicher? Ich hab dich angelogen. Macht man das? Ja. Ja, da muss ich jetzt einen Weihnachtsmann anrufen und sagen, ein Geschenk weniger für den Luca. Nein. Ja, lügen darf man doch nicht. Dann hab Wenn man ich lügt, dann kommt man auf die Unartigliste. Dann habe ich nicht gemacht. Oder? Nein. Hast du nicht einen ganzen halben Tag davor gestanden und hast geguckt? Mm-mm. Nein? Wusstest du das vorher schon? Ja. Okay. Na dann kann ich auch den Weihnachtsmann nicht anrufen und dem das sagen. Hast du schon mal Glück gehabt? Puh. Was soll denn das? Das hast du verdient. Ach, das habe ich verdient. Okay, ja. So, meine Lieben, wir machen jetzt mal hier weiter. Die 4. Oh, weia. Hier habe ich wieder. Du hast wieder die Zange, richtig? Super. Das ist meine Aufgabe. Ja, gleich bei einem Teil aber nicht. Weil das müssen wir tatsächlich aus dem Karton rausholen. Weil das noch dran ist, weil das so klein ist. Okay? Mhm. Das haben wir nicht abgelegt. Das knipst der Papa dann ab. Okay? Ja. So. Und bei dem anderen müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe keine Ahnung, was das wird. So. Jetzt machen wir uns hier erstmal wieder ein Mülltütchen auf. Legst du das bitte an die Seite noch? Mein Hase. So. Wir legen unseren Schlepper mal hier weg. Oh, und morgen ist hier richtig ja. viele. Ja, da müssen wir mal gucken. So, darf ich da dran? So, jetzt müssen wir mal... Ja, Moment, Papa muss erst gucken, was wir abknipsen müssen. Also, pass auf, den einen hier, den mache ich mal eben kurz hier lose. Da brauche ich doch. So, jetzt musst du hier. Wo zähl ich? Okay, Papa hält das fest. Okay. Jawohl, super, einmal. Wandelt. Und da. Komm, wir halten das mal hoch, so. Ja. Und schnipp, schnapp. Und schau mal. Der eine ist schon mal ab, so. Den hier? Nee, den macht der Papa einmal bitte, weil der ist auch so dünn. Okay? Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken.
Stadt. So, machen wir das auch. So, dann machen wir die jetzt hier mal weg. Einmal in den Müll damit und jetzt müssen wir einmal an den Karton ran. Ja, nur ein kleiner Hase, du. Und einmal das rausholen. Ich glaube, doch, der ist das, genau. So, einmal den Karton weg an die Seite. Und jetzt müssen wir gucken, wo das ist auf. Was ist das? A4. A ist der untere. Ah, da, ich sehe es, glaube ich, schon. Ich sehe auch. So. Der? Und jetzt, ja, der müsste das sein. Da ist er. So. Und so. So. Super. Dann packen wir das jetzt wieder weg. Den Karton stellen wir gleich wieder oben hin, wenn wir fertig sind. Ja, halt das bitte fest, weil das ist super klein. Wenn das runterfällt, das finden wir so schnell nicht wieder. Nicht wie beim letzten Mal, ne? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn? Da. So, dann kommt das jetzt an die Seite und wir holen uns mal unseren Schlepper hier wieder ran. Okay, so, also da müssen wir allerdings doch einmal was kleben, weil das Teil geht immer wieder ab. Das gefällt mir nicht. Alle mit Kleber. Nee, nur einmal mit Kleber, weil das geht da tatsächlich immer wieder ab. Und das ist nicht so toll, wenn das abgeht. Ich muss mich aber auch einmal bei euch entschuldigen, denn im letzten Video, warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären, ist es so, dass ab einer gewissen Minutenzeit, ich glaube Minute 47 Sekunden, der Ton auf einmal nachlässt. Warum auch immer, ich weiß es leider nicht. Ja! Ich habe es aber nochmal im Original nachgeguckt und da ist es tatsächlich nicht so. Also irgendwas ist da passiert beim Hochladen, beim Verarbeiten bei YouTube, dass es halt da auf einmal der Ton weg ja. ist, leiser wird und hinter oder weg ist und dann hinter leiser einfach nur noch da ist. So, aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Könntest du das bitte da hinlegen, mein Hasi? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo was dran kommt. Womit fangen wir denn an? Ich glaube, wir fangen mit dem an, weil das ist am einfachsten, das gehört da oben hin. Ja. Und das gehört. Ach, guck mal, das Teil, was wir gerade aus dem Karton geholt haben, kommt, das ist das hier, also ein ganz, ganz kleines Teil. Ich hoffe, ihr seht das da, ne? Ich seh's. Super, ja, wenn du das siehst, top. Das ist zwar die Gangschaltung und das kommt, das Teilchen kommt hier rein. So ein Mini-Loch. Das machen wir jetzt als erstes, weil dann können wir das andere nämlich aufstecken. Dann können wir das Teil nämlich gleich aufstecken. So. Lässt du das da bitte noch liegen? Was siehst du wieder für Grimassen da? Ja. Und dann, meine Lieben. War das Teich? Ja, wenn wir das hier reinkriegen. Und das die ist Teich. Ja, ja. Wir gucken mal, ob wir es damit reinkriegen. Ansonsten muss ich mir gleich eine Zange nehmen, um das da reinzudrücken.
Weil ich möchte ja nichts kaputt machen, aber ich glaube, das wird so nichts. Okay, dann müssen wir es gleich anders machen. Wir machen jetzt erstmal den hier. Ja. So, das wäre Nummer 1. Nummer 2 wird gleich echt frimmelig. Fest. Oder das bist du doch. So, jetzt haben wir hier die Nummer 2 schon mal dran. Das heißt, wir haben uns jetzt hier den Trittboden mit der Kupplung gemacht und den beiden Schaltern für die Frontgabel. Und ich glaube, das hier dürfte wahrscheinlich der Aufsteller für die Motorhaube sein. So, das haben wir jetzt. Und jetzt, mein Schatz, müssten wir einmal hier unten dran, weil wir brauchen eine andere Zange. Und zwar eine kleine. Oh, eine kleine. Oder mit die. Nein, damit nicht. Wir brauchen halt die kleine andere Zange. Jetzt muss ich kurz in meinem ganzen Vivavo mal gucken, eben, Achtung, wo die Zange ist. Ha! Wir könnten aber auch die nehmen. Aber die ist so doof. Ja, das macht nichts. Und da ist sie, guck mal. Ha? Da haben wir sie, unsere Spitzzange. Das super. Ist fast die Teile. Die nehmen wir auch mal wieder raus. Ja. So. Schmeißen wir das mal wieder rein hier. Fupp. Das wieder nach unten und das nach da. So. Und jetzt kommt die kleinste Friemelarbeit überhaupt hier. Und dann ist es hoffentlich... Oh. Mach nicht dein Finger ab. Nee, das geht bei dem nicht so schnell. Ja. Ich hätte schon mal hier hin. Da fällt nicht runter. Mach einfach ab. Mach ab. Nee. Der will nicht rein. Also ihr seht's, ne? Also ich muss hier in das kleine Loch da rein. Mit dem Ende. Also es ist eine ganz schöne Friemelarbeit wieder. Jetzt ist er abgebrochen. Okay. Gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach jetzt gucken wir mal. Mach du dann. Wir machen es anders. Ha! Wo haben wir unseren Bastelkleber? Da! So. Kannst du einmal aufhören zu wackeln, mein Schatz? So. Und so. So. Meine Lieben, da ist es. Und das, das Teilchen. Ich stelle es jetzt mal nach da. Da. So, da haben wir jetzt einmal das. Dann haben wir hier unten die Platte mit der Kupplung. Und hier oben haben wir, ich nehme mal hier so einen kleinen Schraubendreher. Einmal für die Motorhaube, würde ich jetzt behaupten, ist es, um die Motorhaube aufzumachen. Die kann man nämlich bewegen tatsächlich, das habe ich schon gesehen. So, ja, aber das war's auch schon wieder. Aber, von dieser Folge, aber, es gibt dann auch nach dieser Folge noch ein Special. Und zwar, ich habe meiner Frau
deiner Mama, ne? Mhm. Einen Adventskalender geschenkt, einen großen von Kneipp. Und ich kriege jetzt jeden Morgen von ihr ein Video, wie sie das Türchen öffnet. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen, ihr kriegt 4 Tage zusammengeschnitten, immer an einem Tag dann, also nach 4 Tagen, immer ein Video aus vier, was aus 4 Tagen besteht, 1., 2., 3., 4. in diesem Fall dann jetzt, und dürft euch dann darüber freuen, dass sie mit euch ein Türchen öffnet, beziehungsweise gleich 4. Und es sehen! Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr es findet, wie sie es macht. Ich werde es auch definitiv weitergeben. Vielen Dank auch für die Kommentare. Einmal zu dem Fehler im Video heute. Erste. Und natürlich auch von vorgestern in dem Video zu dem Kommentar. Und ja, die Grüße gehen raus. Ne? Wir haben heute den Kleber genutzt. Wir haben heute den Kleber auf jeden Fall mal benutzt. Zahlst du zu viel beim Online-Shopping? Kennst du das? Du suchst dir online wieder irgendwas raus, möchtest dir was bestellen? So, ja, und dann gehst du hier in deinen Warenkorb und denkst dir, boah, ich wünsche euch noch einen ziemlich teuer schönen Tag und eine schöne Adventszeit. Bis dahin, wir sehen uns morgen. Ciao. Deine Torte? Ach, wir haben was vergessen. Natürlich. Wenn ihr mehr sehen wollt vom Adventskalender 2021, dann Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und drückt den Tote. Damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.